Der Pazifik. Größter und geheimnisvollster aller Ozeane. Seine Wasser bedecken mehr als ein Drittel der Erdoberfläche. Groß ist dieses Meer. So unermesslich groß, dass es bis weit in unsere Zeitrechnung hinein dauerte, bis Ozeanien mit seinen abertausend Inseln schließlich weitgehend vom Menschen erobert war. Im Laufe der letzten 4000 Jahre stießen unterschiedliche Völker, die aus verschiedenen Teilen Asiens kamen, immer wieder ein Stück weiter nach Osten vor, stets auf der Suche nach neuem, unverbrauchtem Land. Die unterschiedliche Herkunft der ersten Ozeanier spiegelt sich bis heute in ihren Gesichtern, ihren Ritualen und in ihren Mythen. Der Hai kommt und geht. Er bleibt nicht einfach hier, in Kontu oder in Tembin. Wir müssen dafür sorgen, dass er bleibt. Ein paar Tage nur, dann kann er wieder fortschwimmen. Der Hai ist ein ungewöhnliches, ein starkes Tier. Er lebt nicht einfach so, für nichts. Denn Morua hat einst vor langer Zeit mit dem Hai gesprochen. Papua-Neuguinea liegt ganz im Westen Melanesiens. Die Insel Neuirland ist die Heimat der Mandak, die zu Haien ein ganz besonderes Verhältnis haben. Selam Lemkarasimbe ist einer der erfahrensten Haifänger in Kontu. Seit mehr als 40 Jahren fährt er zum Hairufen hinaus aufs Meer. Das erste beim Hai-Rufen ist die Larung. Du rasselst mit der Larung und rufst den Hai. Und wenn der Hai kommt, legst du die Larung ins Boot und nimmst den Köder, der Gagalambi. Den hältst du ins Meer. Und dann, wenn der Hai da ist, brauchst du das Logorong Shemam. Gelingt es dem Hairufer, den Hai mit der Schlinge des Logorong Seman zu fangen, kann dieser nicht mehr abtauchen und wird mit einem Knüppel erschlagen. Dann gibt der Hairufer ein Signal mit seinem Schneckenhorn. Jeder Clan besitzt eigene Signale. Die Zugehörigkeit zu einem Clan wird bei den Mandak immer nur über die Mutter vererbt, sodass Vater und Sohn unterschiedlichen Clans angehören und unterschiedliche Signale verwenden müssen. Das Schneckenhorn dient auch dazu, bei einem Notfall Hilfe herbeizurufen. Einen Teil des Fleisches vom Hai verteilen wir von Haus zu Haus, um die Freundschaft in unserem Dorf zu stärken. Den Haikopf bringen wir ins Männerhaus und garen ihn im Erdofen. Hier essen die Männer mit den Jungen und reden über das Haifangen oder wie man sich richtig verhält im Männerhaus und in der Familie.
Boy, Blong Luyet, na Stabi Si, one time family, na no can make him about, behind you go. Die Jungen sollen nicht rumhängen, sollen keinen Ärger machen. Das gemeinsame Essen ist eine gute Gelegenheit, sie zu unterweisen, ihnen zu sagen, wie sie es richtig machen sollen, hier bei uns. Nur wenige Clans kennen die Magie des Hai-Rufens. Drei Männer in Tembin, in Kontu sind es vielleicht fünf. Denn viele interessieren sich überhaupt nicht für das Hai-Fangen. Während die Männer sich um den Haikopf kümmern, sind ihre Frauen mit der Zubereitung von Taro-Knollen beschäftigt. Inzwischen ist die zähe Haut des Haikopfes im offenen Feuer angesenkt. Das Fleisch lässt sich nun leichter in Stücke schneiden. Diese werden im Erdofen zwischen Blättern und heißen Steinen eine gute Stunde gegart. Haifisch allein ist in den Augen der Mandak noch keine richtige Mahlzeit. Vollständig wird sie erst durch Taro-Knollen. Taro und Hai sind bei den Mandak von Anfang an im Mythos verbunden. Denn Taro und Hai sind Geschenke von Moroa, dem Schöpfer. Früher, in der Tumbuna-Zeit, war das Leben ganz anders, als es heute ist. Es gab noch keine Gärten und so mussten die Erwachsenen jeden Tag im Busch nach wilden Früchten als Nahrung suchen. Die Kinder blieben währenddessen in der Nähe des Dorfes und vertrieben sich die Zeit durch Spiele am Bach, dort, wo er ins Meer mündet. Eines Tages sahen sie eine merkwürdige große Flosse im Meer und liefen neugierig zum Strand. Und aus dem Wasser kam Moroa in Menschengestalt und gab den Kindern Taro zu kosten, der ihnen ganz wunderbar schmeckte. Die Eltern wunderten sich, warum ihre Kinder die wilden Früchte und Wurzeln verschmähten. Und eines Tages blieb ein Mann heimlich zurück. Als Moroa aus dem Meer stieg, forderte der Mann, auch an der Vergabe der Früchte teilzuhaben. Und so schenkte uns Moroa Taro und Bananen und all das, was wir heute pflanzen und ernten. Aber es gibt noch mehr zu berichten. Denn weil Taro allein nicht genug war, gab Moroa uns den Hai, damit wir ihn zusammen mit der Taro essen. Er formte die verschiedenen Haie aus Sand und Korallen und gab jedem seine besondere Verzierung. Schließlich hauchte er ihnen Leben ein. Bevor er sie aber ins Wasser setzte, packte er alle an der Schwanzflosse und sprach zu ihnen. Wenn ein Mann kommt, der nicht rein ist, der ein Tabu gebrochen hat, so schaut nach unten. Aber wenn ein Mann kommt, der alle Tabus eingehalten hat, so schaut nach oben und lasst euch fangen. Und wenn wir ganz genau hinsehen, können wir an ihren Schwanzflossen immer noch Moroas Fingerabdrücke erkennen.
Neuirland war bis 1914 Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea. Noch aus dieser Zeit stammen deutsche Begriffe im Pidgin, der Lingua Franca des Landes. Blut, zurück, raus oder kaputt zum Beispiel. Auch das Wort beten hat sich gehalten. Waren es doch deutsche Katholiken, die den Mandak das Christentum brachten, die Tumbuna-Zeit beendeten und Moroa mit allen anderen heidnischen Göttern zum Teufel schickten. Die Leute sagen, du gehst ja nicht in die Kirche. Ja, das stimmt. Für mich ist Kirche überall. Denn ich weiß, Gott ist überall. Er ist Mensch und Geist zugleich. Wenn ich draußen auf dem Meer bete, dann ist er da. Dann hört er, dass ich bete. Sie sagen, die alte Kultur ist nicht gut. Sie ist düster. Sie ist nicht christlich. Es stimmt schon. Früher haben unsere Leute nichts vom christlichen Gott gewusst. Aber Moroa hat eine große Rolle in ihrem Denken gespielt. Wenn sie ein Anliegen hatten, haben sie sich an Moroa gewandt. Mit der Kirche kam die neue Sprache Pidgin. Und jetzt heißt es Gottvater, Gottes Sohn und Heiliger Geist. In der Tumbuna-Zeit war es aber genauso. Moroa, Sigurugum und Lanat Moroa. Sigurugum, Lanat Moroa. Selam braucht Geduld. Geduld gehört zu den wichtigsten Eigenschaften des Heirufers. Seit Wochen schon hat in Kontu und Tembi niemand mehr einen Hai gefangen. Man munkelt, jemand halte die Haie fern durch einen Bann. Mein Vater wusste über das Hai-Rufen sehr gut Bescheid. Er kannte alle Geheimnisse und Kniffe. Sein Vater hatte sie ihm beigebracht. Mein Vater war ein Top-Hai-Rufer. Er hat sein Wissen an mich weitergegeben. All die kleinen magischen Tricks hat er mir beigebracht. Und ich bringe sie jetzt wieder den Jüngeren bei. Denn ich weiß mehr über das Hai-Rufen als manch anderer. Ich unterrichte meinen Neffen und zwei meiner Söhne. Eigentlich sollten es alle lernen. Aber wenn manche Jungen kein Interesse dafür haben, dann können wir sie nicht zwingen. Obwohl, sie sollten es wirklich lernen, denn es ist unsere Tradition. Es würde sie vor schlechten Gewohnheiten bewahren, davor viel Geld auszugeben oder zu stehlen. Statt Blödsinn zu machen, sollten sie lieber fügsam sein. Das Hai-Rufen ist Männersache. Bei der Anfertigung der Fanggeräte sind Frauen nicht beteiligt. Und keine Frau käme auf die Idee, selbst zum Hai-Rufen aufs Meer hinauszufahren. Trotzdem kennen einige ältere Frauen das geheime Wissen ihres Clans besser als mancher Mann und geben magische Techniken und Tabus an jüngere Clanmitglieder weiter. Thank you.
Before me go out long, catch him sack, me must tambu long, when I'm all something. Bevor ich zum Hai-Rufen hinausfahre, muss ich eine Reihe von Tabus beachten. Erst dann darf ich fahren. So darf ich nicht mit einer Frau schlafen. Ich darf bestimmte Früchte nicht essen, die auch von Vögeln, Schweinen, Hunden und Ratten gefressen werden. Von all dem muss ich mich fernhalten. Ich muss einen Stein an der Riffkante versenken, um so den Geist des Haies zu fangen. Wenn ich das alles richtig mache und dann hinausfahre und den Hai rufe, dann zeigt er sich sofort und ich fange ihn. Aber wenn du alles gut gemacht hast und du fährst raus und der Hai zeigt sich nicht, dann bist du verbittert. Wahrscheinlich hast du die Magie dann nicht richtig angewendet und hattest deswegen kein Glück. Dann musst du es eben beim nächsten Mal noch genauer machen. Schau, wie viele Tage fahren wir nun schon hinaus und haben noch keinen Hai gesehen? Irgendjemand muss hier seine Hände im Spiel haben. Mit Hexerei hält er die Haie fern. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können den Hexer bezahlen, damit er den Bann aufhebt. Wenn wir nicht bezahlen wollen, kenne ich eine Gegenmagie, um den Bann zu brechen. Dabei schneiden wir den Bauch des Meeres auf und dadurch muss auch der Hexer sterben. Und das Meer ist wieder offen. Gefährliche Magie anwenden, störte Beziehung zwischen Selam und dem Hai wiederherzustellen. Die Abläufe der rituellen Handlung sind genau festgelegt und müssen präzise eingehalten werden, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Ein Hai aus Stein steht im Mittelpunkt des Rituals. Hai und Fänger erhalten symbolische Augen. Durch diese Augen soll aufs Neue ein Kontakt zwischen ihnen zustande kommen. Dann wäre der Bann gebrochen. Schließlich lässt der Steinhai sich fangen. Wenn dieser Hai hier gefangen ist, dann werden wir auch den richtigen Hai fangen. Und wenn nicht, gibt es noch 7 weitere Möglichkeiten, den Bann zu brechen. Nummer 1, das hier. Nummer 2, das Meer aufwecken. Nummer 3, den toten Hexer finden. Nummer 4, mit einem ganz neuen Kanu hinausfahren. Nummer 5, eine besondere Magie mit dem Haar des Toten machen, um herauszufinden, von wem er vergiftet wurde und ob er deswegen das Meer verhext hat. Und wenn das alles nichts hilft, machen wir nochmal dies hier, um alles endgültig aufzulösen. Musik
Leorong Alungin machte sich mit zwei jungen Männern auf den Weg zum Haifang. Im Dunkeln, vor Tagesanbruch, fahren sie aufs Meer hinaus. Da, ein Lenkau, ein fliegender Fisch, taucht direkt vor dem Kanu auf. Was ist das? Sorgt euch. Das Meer ist das Meer und ist am nächsten Morgen wie immer. Selam hofft, dass der Bann gebrochen ist und die Haie zurückgekommen sind. Da ist der Hai. Er lässt sich fangen. Von Blasius, Selams ärgstem Rivalen. Ich und ein paar andere, wir haben das Meer geöffnet, alles Schlechte rausgeholt und den Bann gebrochen. Jetzt ist es wieder frei. Und so konnte ich den Hai fangen. Ich bin hierher gefahren. Denn wäre ich in der Nähe des Dorfes geblieben, dann hätten mir alle zugesehen und schlecht geredet. Und ich hätte nie den Hai gefangen. Deswegen kam ich hierher, wo mich keiner sieht. Und das war gut so, denn als der Hai dann kam, konnte ich ihn fangen. Ja, ein bisschen neidisch bin ich schon. Denn man könnte fast meinen, dass Blasius das Meer öffnen und den Hai fangen konnte, weil er es auch vorher mit dem Bann belegt hat. Vielleicht hat er es nicht alleine gemacht, sondern mit anderen zusammen. Sie haben sich getroffen und eine besondere Magie gemacht, um mich und alle anderen zu blockieren. Und nur sie fangen jetzt die Haie. So machen sie das. Das Feuergehen ist nichts Teuflisches, sondern ein Geschenk Gottes. In mir fließt das Blut der Feuerläufer. Nur deswegen kann ich überhaupt über das Feuer gehen. Die Fidschi-Insel Mbenga ist die Heimat der Feuerläufer. Fidschi bildet den östlichen Rand Melanesiens. Mbenga liegt im Süden des Archipels. Eine Handvoll Dörfer gibt es hier, in denen ein paar hundert Männer, Frauen und Kinder leben. Naveva ist eines davon. Das Versprechen war, alle deine Nachfahren werden übers Feuer gehen können, bis ans Ende aller Zeiten. Das ist es, was Gott gesagt hat. Das war nicht der Teufel. Deswegen gehen wir über das Feuer. Bis heute.
Apenisa hat viele Jahre die Feuergeher seines Dorfes angeführt. Er ist der Mbete, der Feuerpriester von Nabewa. Eines Tages kamen die Männer von Savao zusammen, um sich vom Drendre eine Geschichte erzählen zu lassen. Wie üblich wollte der Geschichtenerzähler dafür mit einem Geschenk entlohnt werden. Da niemand ein Geschenk bei sich hatte, versprach der junge Tui Naivilangata, den Lohn für diese Geschichte am nächsten Tag nachzuliefern. So machte Tui Naivilangata sich auf den Weg, ein passendes Geschenk zu suchen. Immer tiefer drang er in den Wald ein und gelangte schließlich an einen Ort, an dem viele Wu zu Hause sind. Manch einer will sie sogar schon gesehen haben. Nach einiger Zeit kam Tui Naivilangata zur Quelle von Namolivai. Ihm fiel eine Stelle auf, an der das Wasser durch aufgewühlten Schlamm ganz trübe war. Und um zu sehen, ob sich dort etwas finden ließe, griff er beherzt hinein und zog einen Aal heraus. Dabei hatte er jedoch einen Wu in Gestalt eines Aales gefangen, der nun verzweifelt um sein Leben bettelte. All seine Angebote von Reichtum, Geschicklichkeit und Schönheit lehnte Tui Naivilangata aber ab. Da versprach der Aal ihm die Fähigkeit des Feuerlaufens. Und hiermit gab sich Tui Naivilangata zufrieden und kehrte mit dieser besonderen Gabe als Geschenk für den Geschichtenerzähler in sein Dorf zurück. Ohne die Frauen des Dorfes kann das Ritual nicht abgehalten werden. Eine besonders wichtige Rolle bei den Vorbereitungen spielt die Schwiegertochter des Feuerpriesters, Siriana. Die wichtigste Aufgabe der Frauen ist die Herstellung der Kostüme für die Männer. Zuerst glätten sie Pandanusblätter und teilen sie auf. Die eine Hälfte wird schwarz, die andere gelb gefärbt. One group is for the black dye and the next one is for the yellow dye. The first step is that they put the black dye in the swamp. Als erstes werden die Blätter, die schwarz werden sollen, in einem Schlammloch eingeweicht. Dort bleiben sie 4 Tage und Nächte. Dann müssen wir sie in großen Fässern mit Tavola-Blättern kochen. Das gibt die schwarze Farbe. Es gibt da ein Tabu, das man uns auferlegt hat. Nicht über das Feuerlaufen zu scherzen, wenn wir einen Erdofen vorbereiten. Unser Essen würde roh bleiben, wenn wir darüber scherzten. Denn die kleinen Geister, die Wu, sind immer da, wenn sie Feuer sehen.
Sie sind immer nahe beim Feuer. The second group is for the yellow dye. We call that there. Die andere Hälfte der Blätter wird gelb gefärbt. Wir nennen das there. Für die gelbe Farbe holen wir gelben Ingwer aus den Bergen. Wir kochen ihn und geben die weißen Pandanusblätter hinzu, die dadurch gelb werden. Das ist harte Arbeit, denn die Frauen müssen alles, was sie zum Färben brauchen, aus den Bergen holen. Sie müssen Tavola-Blätter schneiden, müssen Feuerholz sammeln und dann alles in Fässern kochen. Und wenn die Blätter gefärbt sind, müssen sie gefaltet werden. Dann werden Röcke daraus gemacht. Wenn sich jemand verbrennt, kommt er zu uns aus Benga, um geheilt zu werden. Wir legen dann unsere Hände auf die Brandwunde und fühlen die Hitze. Mit den Handflächen ziehen wir sie dann aus der Brandwunde heraus. Die Vorbereitung des Scheiterhaufens ist Männersache. Jeder, der kann, soll dabei mithelfen. Die Touristen denken, das sei Teufelswerk. Sie sagen, dass Menschen nicht über die heißen Steine gehen können. Nur der Teufel. Aber ich habe ihnen gesagt, nein, nein, nein. Der Teufel ist sehr klein. Aber die Götter sind sehr groß. Die Götter können das. Der Teufel ist gar nichts. Die Wu sind wie was? Wu sind keine Teufel. Wir Fidschianer haben alle Wu. Die Wu können dir einen Rat geben, dies oder jenes zu tun. Dir den richtigen Weg weisen. Das sind die Wu, aber keine Teufel. Die Wu haben damals gesagt, bitte, wenn ihr übers Feuer gehen wollt, macht uns ein Wakalolo als Geschenk. Und nach dem Feuerlaufen gebt uns noch ein zweites Wakalolo als Dankeschön. Das Wakalolo machen wir aus Taro und Masave, Süßholz. Ich habe mal gehört, dass die Wu wie kleine Kinder aussehen sollen, aber ich habe sie noch nie gesehen. Das ist der Grund, warum viele Kinder da sein sollen, wenn wir übers Feuer gehen. Den Kindern macht das sehr viel Spaß. Kinder stehen der anderen Welt, aus der sie ja eben erst gekommen sind, noch recht nahe. Und wo Kinder sind, können die Wu nicht weit sein. Auch die Verstorbenen bleiben im Dorf oder zumindest in der Nähe, denn ihre Fürsprache ist den Lebenden wichtig. Tamam.
Als Tui Naivilangata an der Quelle Namolivai war, stand dort ein Mbalambala-Baum. Bis heute steht dieser Baum dort. Deswegen brauchen wir einen Mbalambala-Baumstamm fürs Feuer gehen, in Erinnerung an Namolivai. Manche Leute sagen, dass die Wu immer noch im Mbalambala-Baum wohnen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Mbalambala-Baum damals bei Namolivai stand. Erst kurz vor dem Ritual wählt Apenisa die einzelnen Feuerläufer aus. Der Bitte des Mbete nicht zu entsprechen, wäre eine grobe Ungehörigkeit. Und so haben sich alle gesunden Männer in einem Haus nahe der Feuerstelle versammelt, um seine Entscheidung abzuwarten. Ich habe meinen Sohn gebeten, übers Feuer zu gehen, mein Fleisch und Blut. Und auch mein Enkel geht übers Feuer. Wir wissen, dass in uns das Blut der Feuerläufer fließt. Deswegen können wir das. Neben Apenisas engsten Verwandten wird auch ein gutes Dutzend anderer Männer über das Feuer laufen. Vom Feuerpriester ausgewählt zu werden, ist Auszeichnung und Bewährungsprobe zugleich. Jedes Mal, wenn ich übers Feuer laufen sollte, hatte ich Angst. Viel Angst. Because the stone is still hot. It's still hot, yes. Denn die Steine sind trotzdem heiß. Ziemlich heiß. Das Feuerlaufen hat uns in die ganze Welt geführt. In die USA, nach Australien, nach Neuseeland. Überall haben wir es vorgeführt. Die Feuerläufer sollen nicht stehlen, jähzornig sein oder dergleichen. Sie sollen jedermann lieben, sollen gute Menschen sein.
Nachdem alle zwei- oder dreimal über die heißen Steine gegangen sind, legen sie Süßholzwurzeln, die in einem geflochtenen Korb aus Palmwedeln gut verpackt sind, auf die glühend heißen Steine und decken dann die Feuerstelle mit grünen Blättern und Erde zu. Nach einer Woche werden sie die Süßholzwurzeln wieder ausgraben und daraus erneut ein Wakalolo, ein Geschenk für die Wu, zubereiten. Im Dorf hört man die Männer noch lange singen. Oben in den Bergen aber, wo die Menschen früher lebten, aus Angst vor Überfällen feindseliger Nachbarn, singt heute nur noch der Wind in den Baumkronen sein ewiges Lied. Singt von damals, als noch Leben war im Dorf Savau, das heute, vergessen und in Ruinen, zu Füßen des alten Mangobaumes liegt. Singt von Tuina Ivilangata, der einstmals hier wohnte. Singt von denen, die hier begraben sind. Dann zieht er weiter, streicht über die Blätter des Mbalambala-Baumes, der immer noch hier steht, unweit der Quelle Namoliwai, an der sie begann, die Geschichte der Feuerläufer von Benga.